Nämlich alle im Retail entdeckt. Ja, aber trotzdem. Nur, ich will den Bonus haben. Ja, okay. Okay, es geht weiter. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Leute sind, mit den die ganzen Teilen, die man haben muss. Doch, das zu sagen. Ja, so, so, der kleine Mann ist voll laut. Ja, den bringen wir dem Kind mal ein bisschen mal nebenbei. Wir dauern zutiefst, aber zu, die ganzen Rätsel so, kriegen wir sowieso bei. Ja, kriegen wir jetzt sowieso nicht im Spiel. Nur bei der Biene jetzt, ne? Später? So, Dingsa? Nein, nein, später, nachdem man das Let's Play fertig hat. Ja, okay. Okay, oh. Du hast drei gleiche Papierbrecher mit den Öffnungen nach unten aufgestellt und die mittlere mit den geheimen Markierungen versehen. Dann schließt du die Augen und sagst zu deinem Freund, steck unter einen der Becher eine Münze und tauscht dann die Plätze der anderen beiden Becher. Also die Augen in meiner... Ja, auch mal stehen die Becher wie unten zu sehen da. In welchem der Becher A, B oder C befindet sich die Münze? Stecke unter einem der Becher eine Münze und tausche dann die Plätze der anderen beiden Becher. Ja, die anderen beiden. Die lässt er ja da übrig. Aber am Anfang war das ja in der Mitte, deswegen. Ich mach mal B. Bitte, 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 bitte. Okay. Das ist meine Antwort. Ach, verdammt. Was ist das? Das ist aber peinlich. Oh, ich hasse diesen Satz. Ja, guck mal hier, warte. Warte. Boah. Verstecke unter allen der Becher eine Münze und tausche dann die Plätze der anderen beiden. Welche? Also C ist die Münze drin oder was? Ja. Nein. Hm. Hier hat es mal A reingetan und dann die da getauscht oder nicht? Du hast jetzt die zwei mögliche 50-50 Chance, A oder C. Hm, wie wäre es hier? Ja. Okay. Ich wusste es. Ja, gut. Jetzt gehen wir das letzte. Ja, sagen wir eigentlich den ganzen Tag. Okay, ja, das kann man so sagen. Ich habe sonst nichts zu tun. Und nebenbei seid ihr mal über die Tür gegangen. Ja, fiesen Gangster. Ja, ein achtbarer Bürger. Die Logik schwer zu widerlegen. Jawohl. Endlich. So, mach. Oder das andere erstmal? Erstmal das andere holen noch. Okay. Ich hasse jetzt schon das. Wir machen erstmal die Papagei-Dinger. Da. Echt? Nein, das Auto. Da, so, da fehlt noch eins. Sozusagen. Echt? Da fehlen noch zwei. Ich weiß. Ach, ich meine, weil. Wenn man das letzte löst, dann kriegt man das zehnte noch. Achso, ja, stimmt. Und Papagei war das gleiche. Nein. Doch. Wir kriegen gleich das dritte. Das ach, ja, stimmt, 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 stimmt. Nein, ich glaube, hier ist halt bloß eine Nachforschung durch. Und die ganze Rennerei macht dann ganz schön, behindert. Du bist müde, nun weißt du, eine ordentliche Tafel Schokolade. Und ich habe mir sogar eine Tasche. Möchtet ihr ein Stück? Ob wir möchten? Na klar möchten wir. Und die Tafel hat ja noch ein Loch, was ich jetzt nur drei... ich kann mir sicher... Schoko mit Loch? Was soll ich da machen? Ach, drei, gib mal. Wie du hier sehen... Okay, bis 99 geht das. Wie du hier sehen kannst, wurde von einer Tafel Schokolade mit einem Maß von 5 cm mal 10 cm, einem 5 cm mal 1 cm großes Stück abgebrochen. Okay. Wie viele Stücke derselben Größe und Form kannst du von der verbleibenden Tafel noch abbrechen? Achtung, siehst du da etwa 5 cm große Loche in der Tafel? Darfst nur jene Stücke zählen, die keine dieser Teile des Lochs aufhalten? Welches Loch? Welches Loch? Ist das ein Loch? Was meinen die mit Loch? Ich weiß nicht. Hä? Ach, siehst du das etwa 5 mm große Loch in der Tafel? Das da? Hä? Nein, nein! In der Tafel? In der Blume? Hä? Siehst du das etwa 5? Ja doch, bestimmt. Die Lösung ist was? 5 mal 10. 5 mal 10. Spontan würde ich einfach 9 sagen. Ich hoffe, das ist richtig, sonst kann ich. Los, Daumen drücken!
Warte, das ist ein Loch, verstehe ich nicht. Falsch? Wirklich? Und die Ecke denken. Das kann ich nicht mehr. Was meint ihr mit Loch? Nicht das Loch, Alex, nicht das Loch. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Warte. Mit Tipps machen. Nein, warte, ich hab was gleich. Am Ende brauchen wir sowieso nicht mehr. Warte. Wir können eigentlich jetzt alles ausgeben, was wir haben. Wir haben sowieso so viele Münzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warte, wie lange war das? 5 mal 1, ne? Mhm. 5 mal 1, und das Längliche sieht, das sind noch 9 cm. 9. Das sind 9. Dann machen wir hier 5er. 1 cm. Ja. Davon kann ich 5 Stück. Boah, mein Kopf dreht sich. Das sieht aus wie zwei Arschbacken, das weißt du. Och nein, hä, was? Das sieht aus wie zwei Arschbacken. 5 mal 1. Nochmal 5. 4. Hä? Lass mich mal. Das mit dem Loch verstehe ich nicht. Warte. Teilloch. Ja, hatten wir doch. Aber irgendwas. Welches Loch? Ich verstehe es nicht, welches Loch die da aufmalen. Warte, mach zurück. Ich will gucken, was für ein Loch das ist. Welches Loch? Das mit der Blume, oder? Hat sie das so verdeckt, oder was ist los? Nee, diese. Ja, das sind also irgendwie schöne Löcher. Mach mal 5. Los, Daumen drücken. Hä? Was meint ihr mit Löchern? Schaut mich nicht so an. Schaut mich nicht so an. Ich bin hässlich. Tipp 3. Das hab ich doch irgendwie gemacht. Einfach mal Super Tipp, komm. Nein! Einmal diesen Löffel. Nein. Das ist dunkel für. Wir haben genug Nutzen dafür. Was für ein Loch ist das? Ich check das nicht. Welches Loch? Wir haben nicht alle Zeit dabei. Was ist das denn noch? Welches Loch ist hier? Siehst du ein Loch? Mm-mm. Ist das ein Loch? Welches Loch? Siehst du das etwa 5 mm große Loch in der Tafel? Ein 5 mm großes Loch. Also von der Länge oder von der Breite her? Was meint ihr Loch? Nee, die meint, das ist auch ein Loch. Nein. Geht nicht. Das heißt schon mal, das sind 4 Stücke. Ich habe eine Idee, lass uns schnell nachgucken. Nein. Es werden sowieso am Ende noch 3 Rätsel kommen. Am Ende, 3 Rätsel. Nur 3? Mhm. 8. Danach kommt nur alles Gerede von denen. Ob das richtig ist? Ah. Ja. Das war toll, findet ihr nicht? Halt's mal. Hey, schau mich nicht so an. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich so gleich einen Teil naschen. Vielen lieben Dank. Gar köstlich. Ich habe nur ein Glas Milch dazu. Endlich. Okay, wie viele Rätsel haben wir denn? Die Rest, nicht viel noch. Es geht gar nicht. Wir haben einen. Wir müssen warte, jetzt. Warte. Okay, langsam. Hier, 132 fehlt. Nein. 26, 27, 28, 29, 30. Hier. 140. Sieht eigentlich schon schön aus. Geht. Da fehlen trotzdem welche. Die kriegen wir bei dem da. Am Ende. 130 und sowas? Müssten wir. Wenn das so ist. Ich glaube nicht. Karte spielen. Kinder, ich stecke in der Patsche. Ich habe im Casino meinen letzten Heller verpasst. Ich brauche dringend Barer, wie jeder Clan vor meiner Haustür steht. Schluck. Hier muss ein Springer sein, oder? Müsste, ja. Sieht
sieht easy aus, aber bestimmt ist es nicht so. Ja, irgendeinen Haken gibt's ja mal. Mhm. Hier ist der Springer. Okay, warte, wir müssen erstmal entscheiden, von wo man anfängt. Von unten oder oben? So. Warte, ich glaube oben wäre besser, oder? Warte, ich probiere es einfach mal aus. Einfach muss so zeigen. Nein, nein. Achso. Doch, guck. Hey, fertig. Das ist richtig, richtig. So, ist alles so, richtig. So. Hä? Das andere war viel schwieriger als mit dem Roboter, deswegen, ne? Ja, das mit dem Roboter war deswegen viel schwieriger. Ich verstehe nicht, was daran jetzt so schwer war. Mann, ey. Too easy. Digga, das letzte noch. Du hast eine neue Karte freigespielt. Viel Spaß auf Leighton's Lieblingsstrecke. Oh. Letzte. Hüte, drei Hüte. Ich soll Hüte sammeln. Das nenne ich mal fahrtüchtig. Mein Glückwunsch. Und hier zur Belohnung meiner Lieblingsstrecke. Die sollte für einen Fahrkünstler wie dich doch ein leichtes sein. Okay. Sprung macht keinen Sinn. Oder? Als erstes Sprung geht nicht, ne? Oder kann man am Anfang schon sofort nach da? Das bringt nichts, ne? Und nach unten geht auch nicht. Also ich stöße dagegen. Stimmt, warte mal. Aber ich glaube, man muss die Brücke berühren. Ja, muss man, um rüberzukommen. Aber eins nach links muss auf jeden Fall sein, das hier. Stimmt. Warte mal. Ich weiß, man muss runter, dann so, dann so, aber dann so. Aber geht ja nicht mehr, so. Guck mal. Ach, warte doch, wir können auch so. Nee, ich meinte. Ach so. Aber ein Pfeil nach unten. Kacke, jetzt können wir aber nicht so. Wir müssen ja so. So. Kacke. Jetzt verstehe ich, warum das Lieblingsstrecke ist von dem Wichser. Warum nochmal löschen, nochmal? Oder warte. Wieso nicht gleich. Hä, wieso mache ich gleich so kompliziert? Dann so. Dann so. So. Hä? Wo ist bitte hin? Du. Achso. Hab ich vergessen. So, so. Kommt das so, so, so. Dann hier. Aha. Dann hier. Hä? Sprung, würde das was bringen? Nein. Guck hier nach oben, so. Dann sofort nach unten. Mhm. Dann wieder hier. So, dann hoch. Ja, du hast es. Du hast es. Okay. Jackpot. Ich hoffe, man ging es schneller, weil der Papagei nervt immer noch. Gar nicht so scheiße, ne? Auf den Anfang wäre ich nicht gekommen. Yeah, Teamwork und Teamwork. Yay. Und wir haben es geschafft. Das Auto ist gut, aber geil, scheiße. Und was kommt jetzt? Toll gefahren, du hast ein Spielzeugauto, das sich über buxiert. Hey. Das Haus, das Hotel, hier steht jetzt Latents Aufgaben. Was ist das? Ich glaube, Anfangsbildschirm, ne? Ja, Anfangsbildschirm ist das. Jetzt kommt Papagei. Nein. Hallo, der Piepmatz. Ich habe eine feine Torte gebacken, aber all den Marzipan ist sehr schwer zu geworden. Wir versuchen das und danach werden wir jetzt alles offscreen machen, okay? Ja. Okay, weiter geht's. Wir haben das schnell rausbekommen. Wir haben den ganzen Weg rausgeschnitten. Weil es hat keinen Sinn, uns hier zuzugucken. Okay, da haben wir das auch. Vielen Dank. Das war bestimmt eine ganz coole Schlepperei. Oh, Taubos, ich weiß nicht. Ich habe eine kleine. Was? Das? Magst du, kleiner Freund? Ja. Jemand mit mir glücklich. Das war Papagei.
Okay, und sie ist vorgeschaltet. Ich habe etwas braucht, das so. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir haben's. Wir werden euch noch kurze Abschnitte zeigen. Wir zeigen euch nicht, wie wir das machen. Wir machen das sowieso mit Komplettlösung. Das ist echt so. Wir machen das sowieso mit Komplettlösung. Kein Bock darüber nachzudenken. Wir haben auch nicht alle Zeit der Welt. Hahaha. Ha, ha. Das ist ja in meinem Kopf, in meinem Körntücher. Egal, Monobraue. Was? Stotter. So. Prost! Du hast jemanden glücklich gemacht. Hey, kann man auch falsch verstehen. Hey. Ich hatte so gerne ein Haustier, ein Hühnchen, eine Miezekatze oder ein Papagei, aber meine Mama hat etwas dagegen. Findest du einen Freund für mich? Ich bin irgendwie bei einer Flirt. Egal. Das hatten wir doch schon mal versucht. Ja, okay. Neuer Versuch für uns. Alles, das nervt doch. Das Auto hat wenigstens Spaß gemacht. Ja, okay, das ist echt so. Das braucht halt auch viel zu lange irgendwie. Guck, wie lang das ist. Ja, komm, es macht. Beim vierten Teil wirst du dich darüber freuen, wenn es um Goldfisch ist. Goldfisch? Ja. Ein komischer Goldfisch ist das. Ein Kuschelbär für mich. Oh, wenn ich ein Tier haben darf, dann zumindest ein Meisterpetz. Oh, Brummbär. Du bist zwar nicht mein Haustier, aber ich mag dich trotzdem sehr. Ich hab aber Geld. Bis bald, ja? Okay, ich erröte, erröte. Du hast schon wieder jemanden glücklich gemacht, du perverser Papagei. Okay, weiter geht's. So viele noch, ne? Ich habe gerade eine Lieferung Bücher reinbekommen. Schöne dicke Abenteuerbecher. Aber wir sind so unheimlich schwer. Kannst du mir beim Tragen helfen? Wo startest du, Bast? Leute, verurteilt uns nicht, weil die das nicht richtig machen. Wir haben keinen Bock drauf. Das ist das Problem. Wenn man keinen Bock hat, dann hat man auch keinen Spaß dabei. Und die Nase will keiner betrachten. Was ist das, hier im Mund? Was ist die Wange? Oh, stimmt, die Wange. Oh, das sieht immer so die Nase aus. Warte, da gibt es keine Hilfe. Mein Kreuz. Nicht stimmt, nämlich ja. Regal. Ich will am Ende irgendwas Schönes haben. Ich denke, dass da irgendwas passiert ist. Oh Jemine, ich muss mich bis morgen Hausaufgaben abgeben, aber ich habe meinen Ranzen verloren. Auf in die Lüfte, mein Federfreund. Siehst du? Hat von Nappa den Ranzen geklaut, ne? 7 Sekunden? Das muss doch einfach sein. 3 Seiten. Trotzdem nachgucken. Okay, wir haben's. Didn't. Yay. Oh, danke für Bewegung. Ich dachte, ich müsste dich zu gespürt, der Klasse machen. Ja, doch, klar, doch. Und da sind sie mein Hausaufgaben. Danke, mein Vogelfreund. Nächstes Mal passe ich besser auf. Hör auf, Creme. Yay. So, damit haben wir auch noch jemanden glücklich gemacht. Okay, was soll ich nur tun? Ich trete nächste Woche in einer Review auf und weiß nicht, welchen Hut ich tragen soll. Ach, irgendwie wirkt ihr elegantes ein. Ja. Yeah. Gleich wieder. So. Ach, ich benutze das nur. Aber das steht in der Lösung, das muss dann richtig sein. Ja, ist doch richtig. Ich wäre nie drauf gekommen. Echt nicht. Ich hätte nie mal Lust, das zu machen. Quietschi entzücken und diese schmucke Feder. Erstes. Prachtstück. Und damit wäre ich 100 auf. Ja. 5000 Dank auf. Ja, dort ist meine Premiere. Yay. Verflixt, ich habe den Fußball festgetreten. So festgetreten, dass er jetzt im Baum hängt. Und Geld für einen neuen Blau habe ich nicht. Kannst du mir den hinunterholen? Okay. Sehen uns gleich wieder. Oh. Na, da ist er ja, Mann. Das ist mein Ball. Korrekt. Jetzt kann ich wieder trainieren. Hier ist gerade mein zückenden Fußball, die Karriere gerettet. Karriere. Was jemand mit deiner Lieferung glücklich gemacht. Oh. Die vorletzten. Das war's aber auch. Ich habe heute früh doch glatt meinen Presskopf vergessen. Oh, das ist ein Fettsack. Und auf leeren Magen schaufelt es schlecht. Kannst du den Korb für mich holen? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Hey!
fall in den Abgrund. Hey, Hungerleider, Herdi, Hardy. Oh, danke für den Mühe, du hattest sicher schwer zu schleppen. Quell, gar nicht. Ach, harter Bursche, wie schön, es gibt ihm Essen. Danach was wir in der Familie arbeiten. Quell, ich dachte, deine Familie hat er verloren. Nie mehr gefunden. War das? Das war doch der. Ach, ich hab vergessen, wie es aussieht, glaube ich. Also ich werde mal diesem Mädchen gerne etwas schenken, aber ich weiß nicht, wo ihre Vorlieben liegen. Ich glaube, er gönnt sich die Fett, diese Dicke da. Na, ich weiß nicht, wie die. Okay, bis gleich. Erstmal Pause machen, also. Ja, okay. Dass ich das jetzt fertig habe. Es geht weiter. Das letzte verfickte Teil. Ja, darauf kommt man ja so leicht. Ja. Komm mal bitte den Papagei so an. Ja, ach du bist es, Papagei. Junge, hast du mich erschreckt. Ah, Präsent. Oh, das ist ja wirklich ein tolles Geschenk. Das gefällt dir sicher. Danke dir, Vögelchen. Kein Thema. Vielleicht muss ich noch den Mut finden, es dir zu geben. Ach, meine süße Becky. Yeah. Sag ich ja. Becky? Der steht auf. Mollig. Hey, großartig, der emsige Papagei hat alle seine Lieblinge absolviert. Scheiß Papagei. Das Haus des Glücksboten, sie steht jetzt in Leitons Aufgaben. So, jetzt haben wir... Ja, die sieht neu aus. Jetzt ist alles erledigt. Alles gemacht. Außer Rätsel. Außer die Rätsel, aber egal. Wenigstens haben wir diese ganze Kacke gemacht. Wir sehen uns im Turm wieder.